Wir reagieren heute auf den F1 23 Trailer. Und ja, ich freue mich extrem, denn man wird das erste Mal Gameplay-Aufnahmen sehen vom Lenkrad, aber auch von den speziellen Strecken, die es geben wird. Und auch, man geht auf gewisse Punkte, auf gewisse Aspekte ein bisschen genauer ein, wie zum Beispiel in den Red Flags, aber auch neuen Feedbacks. Ich freue mich extrem und ich würde mal sagen, lasst uns loslegen. Hier haben wir schon mal eine rasante Aufnahme in Las Vegas. F1 23's official deep dive part 1 with a focus on new gameplay features. Wow, schaut euch mal die Strecke an. Unfassbar schön. Oh mein Gott, ist das nice. Das Lenkrad, sehr, sehr schön, sehr, sehr detailliert. Low-speed traction and overall drivability. As a result, you'll feel more predictable and authentic vehicle behavior on track. Guckt euch das Oberlehrlein an, wie genial das ist. Es ist jetzt gebogen. Man hat das minimalistischer, würde ich mal, gestaltet. Nicht mehr hunderte Symbole da unten, die aufblinken. Finde ich toll. Ist echt cool. Minimalismus ist ja echt mehr, immer mehr im Kommen. Die Kamera gefällt mir nicht. Oh mein Gott. Handling und Physics. The development team first updated the physics calculations for the slip of tires and how this interacts with the inertia of the car itself. Real F1 team feedback has been incorporated into F1 23 gameplay. You know, when the guys at Codemasters and the team came approaching me to say, look, we've tweaked the new game, give it a go, see what you feel, things you like, things you don't like. Felt like there's been quite a big change with it. The balance between aerodynamic grip from the cars and mechanical grip from the tires was fine-tuned to get it much closer to real life. Das ist auch ziemlich cool, denn das war schon echt weird, muss man sagen, in Formel 1 2022. Denn man hat da wirklich random mit den ganz frischen Reifen hat man sich random eingedreht, obwohl der Grip nach einer Runde eigentlich da sein sollte und man auf der Geraden ist, Vollgas durchbeschleunigen will und dann ist auf einmal das Heck weg. Falls ihr wisst, was ich meine, es ist wirklich teilweise ja sehr random gekommen, diese Spins, denn die machten für mich ab und zu absolut gar keinen Sinn. Wie wäre das für euch so? Turn enhancing the authenticity of every drive. The way the engine delivers torque has been refined, making it more progressive relative to your gear and throttle input, which enriches all of these other changes to make. Das ist auch ziemlich cool. Es macht jetzt wirklich einen Einfluss drauf, wenn man hoch und runter schaltet, macht das wirklich einen Einfluss drauf, wie schnell man schaltet und so. Ich bin dann auch gespannt, ob solche Sachen wie Short Shifting oder so noch funktionieren. More realistic. The underfloor of the cars was also improved to make interactions with curbs and rumble strips more true to life. You'll really feel all of this new. Ja, das war auch teilweise echt random. Also du bist dann teilweise über den ganz flachen Curb drüber gefahren und dann war der ganze Unterboden gleich direkt hin. Es ist klar, dass wenn man über einen Sausage Curb oder so drüber fährt, dass das so ist, aber sorry Leute. Hier haben wir auch den direkten Vergleich zu den Lenkrädern. Also man muss sagen, es leuchtet natürlich jetzt viel, viel mehr. Aber auch das, die Prozentanzeige unten für das ERS ist jetzt viel größer, viel übersichtlicher. Man hat die Runde jetzt übersichtlicher, alles in übersichtlichen Kästchen. Und ich würde auch mal sagen, dass das eher echter ist. Detail through a force feedback steering wheel, but controller drivers, listen up. Introducing precision drive controller technology in F1 23. Yes, Leute, das ist für mich was. Ich bin der Controller-Player. Oh mein Gott, das ist ziemlich cool. Oh, und hier haben wir auch das erste Bild oder beziehungsweise das erste Gameplay mit dem neuen HUD. Also man sieht natürlich links das Race, das jetzt auch wie in der richtigen Formel 1 ist. Die Laps, die ist ein bisschen größer, die jetzige, also wie die anderen, aber auch die Penalty und die Logos werden jetzt links angezeigt. Das ist übersichtlich, die Streifen natürlich, dann das Team und der komplette Name, finde ich toll. Finde ich extrem, extrem toll, auch mit der Penalty, dass die da ein bisschen abwärts steht und auch rechts, wenn wir da hingucken. Man hat jetzt da die Prozent, also die Runde, die ein bisschen größer ist, übersichtlicher und auch die Streifen sind wieder dicker geworden, also die Sektoren, das war ein bisschen unübersichtlich. Teilweise, wenn man da schnell hingeguckt hat, dachte man, ist es jetzt rot oder doch purple? Also das finde ich schon unnormal cool. Interessant wäre es noch zu wissen, ob in den einzelnen Sektoren auch während dem Rennen jetzt noch angezeigt wird, ob man
wie viel man langsamer war als die schnellste Runde. Das war ja früher auch immer so. Und das haben sie irgendwie rausgenommen. Das ist so eine Art Delta-Tracker. Wäre cool. Will elevate confidence for controller players, especially during those intense wheel-to-wheel racing moments that make F1 so thrilling. Real F1 race ja, freut mich jetzt auf jeden Fall. Natürlich die 35% Rennen. Give or take, depending on the circuit. When you're playing a video game, you might not want to commit to a full Grand Prix, also, even though it'd be the most realistic experience. To alleviate this, F123's... Muss ich aber auch sagen, das ist jetzt nicht mal die ganz große Erneuerung, diese 35% Rennen. Ich habe vorhin Formel 1 2010 mal wieder gespielt und da gab es wirklich richtig Vielfalt. Man hatte 3 Runden, 5 Runden, 10% Rennen, was jetzt nicht viel mehr sind als 5 Runden, 20%, 30%, 40%, 50%, 75% und die 100. Und das ist natürlich dann nochmal viel cooler, auch wenn die 10% jetzt eher unnötig sind. Aber man hatte schon mal die 30%, was ich persönlich noch viel cooler finde, wenn du so eine Range hast zum Auswählen. Die 35% Race Distance Option creates an ideal balance that enables you to use a realistic sieht schon sehr schön aus. Where tire wear is still crucial, but you're not having to richtig commit toll to race a full length Grand Prix. 35% race distance was first pioneered for F1 esports to give a balance of strategy and excitement. With this new setting, you can specify how. Okay, also die 35% hat man eher reingegeben, um bei den E-Sports Rennen zu fahren. Aber hier ist auch was Interessantes, denn das sind 35% Rennen. Wenn wir links oben hingucken, haben wir nämlich hier bei den 35% Rennen, normalerweise fährt man 18% bei 25% Rennen, was ihr wisst, und jetzt sind es bei 35 dann 25 Runden. Das ist dann schon mal ein großer Unterschied und da musst du auch strategisch vermutlich noch viel, viel cooler reinarbeiten. Mein Bruder und ich fahren ja eigentlich immer 25% Rennen. Und dann mit dem 35, glaube ich, könnte es noch viel spannendere Rennen geben. Oh, da ist ein schöner Fight zwischen Gasly, Albon und Russell. Oh, da geht er, ich glaube, das ist keine hohe Schwierigkeit. Red Flags. Wie wird das umgesetzt? The system now monitors track conditions. Do not exit the track. Ja, genau. Do not exit. A full safety car. Red flag. Red flag. Red flag. The sensitivity of red flags can be adjusted, similar to the safety car feature. A variety of things can trigger a red flag. Das ist auch ziemlich cool. Das, die Red Flag kann man zusätzlich zum Safety Car dazu schalten. Also sollte es dann länger dauern, ein Auto zu bergen, kann man dann theoretisch oder wird dann von der Rennleitung das Safety, die Red Flag rausgezogen. Das ist cool. Auch bei Starkregen, das ist auch cool. Red flags as a result of racing incidents, but they're more likely during a multiplayer event when users are racing wheel to wheel. Ja, das stelle ich mir ziemlich weird vor. Das stelle ich mir echt weird vor, denn in Online-Lobbys geht es ja immer zur Sache. Und da eine Red Flag oder so, ich glaube nicht, dass das gut wird. Also adds a new strategy element to race day. Under a red das flag, ist cool. So sieht das dann aus, wenn man in der Red Flag drin ist. Also man kann theoretisch die Reifen wechseln und auch die Strategie ändern. Das ist sehr toll. Ich glaube mal, das könnte echt ein Game Changer werden. Nur ich hoffe, die Balance ist wieder da. Denn wir kennen das ja auch mit dem Safety Car. Es kommt kaum raus. Und wenn da noch nie eine Red Flag kommt oder so, ist das auch sehr, sehr schwierig. Allowed to adjust your race strategy, fit new tires. And repair some das ist damage, ziemlich cool. Just like in real F1 wow, races. Die Grafik ist echt traumhaft. New tracks. Two brand new circuits arrive Las in Vegas. F123, Las Vegas and LaSalle. The highly anticipated Las Vegas circuit has been built from the ground up in F123. And the game will be the first chance for fans and F1 drivers themselves to experience the track ahead of the race. In-game, the track will be as accurate as possible. It was designed from thousands of reference photos. Ja, sie hatten nur Fotos zur Verfügung und konnten, ja, mit diesen Foto basierend haben sie dann die Strecke aufgebaut. Und auch die Gebäude, das ist sehr, sehr beeindruckend. Around Las Vegas. A huge amount of wow, das sieht echt toll aus. Was acquired from the Vegas Strip. Das ist sehr toll. Authenticity. For LaSalle, official FOM computer-aided design combined with das ist RTIS World Atlas aerial imagery, toll. Height data, mega schön. Circuit
were integrated to create the most accurate representation of the new track. Wow. And when F123 launches, Frankreich, you'll be able Castellet, to race some additional fan das favorite ist, circuits like ist das Malaysia oder China? Paul Ricard and Shanghai. F123 was built to give you more control on track and to provide a more realistic feeling drive every time you play. Tune in to part 2 of the F123 Deep cool. Dive Series. Also das Geile ist, dass wieder Portimao drin sein wird. Also Portugal, Le Castellet, Frankreich und auch China mag ich jetzt nicht so. Aber dass man die Strecken wieder reingibt, finde ich cool. Blöd, dass man nicht Malaysia oder andere Strecken reingibt. Am 19. Mai kommt schon der nächste Teaser. Das heißt, in 7 Tagen, ich bin auch für den Beta-Test angemeldet, ich hoffe, dass wir dann auch Beta-Testen dürfen. Was sagt ihr? Seid ihr hyped auf das Game? Ich bin es auf jeden Fall. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, lasst gerne einen Daumen da und ja, schaut auch gerne unbedingt unsere Videos bis dahin und schaut auch gerne auf TikTok vorbei, ist_Tobi. Links immer alle in der Bio. Bis zum nächsten Mal und ciao.